einschränkt, der Heuschnupfen so wie die, sie das Fenster muss zulassen in der Nacht. Dann kann ich nicht voraus Sport machen im Sommer, also halt in der Heuschnupfenzeit. Ich muss auf Aktivitäten verzichten, wo ich einfach gerne dabei wäre. Also Beschwerden, die ich am Ende stehe, sind im Nasenbereich und im Rachen, wo ich es fest merke. Bei den Augen ist es nicht mehr so extrem wie früher. Dort war es viel schlimmer. Und es ist schon gegen den Abend, also so am Nachmittagabend, wo es wirklich massiv sind. Ich leide Heuschnupfen, seit ich 14, 15 bin. Und es ist ja, es ist mal plötzlich gekommen. Heuschnupfen ist eine Krankheit der Nase und der oberen Luftwege, die auch zusammen mit der Entzündung der Augen auftritt. Jetzt auftreten tut die Krankheit, weil das Immunsystem Eiweißstoff im Blütenstaub erkennt, die es eigentlich normalerweise gar nicht erkennen sollte und die auch gar nicht schädlich sind. Heuschnupfen, oder wenn man auf Zürichdeutsch sagt Heupfnüssel, ist tatsächlich etwas Häufiges. Haben rund 1,5 Millionen von 8 Millionen Schweizer sind betroffen. Das heisst, ungefähr jeder fünfte oder jede sechste hat das irgendwann einmal in seinem Leben. Im Normalfall tut der Heupfnüssel oder der Heuschnupfen in der ersten Lebenshälfte auftreten. Häufig sogar in der Kindheit, das heisst im Vorschul- oder Primarschulalter. Die häufigsten Heuschnupfenbeschwerden sind tränende, beißende Augen, Nasenlaufen, Niesen und häufig kommt jetzt auch Reizhusten auch dazu. Also zum akuten Beschwerdenlindern eignet sich natürlich Nasenspray und Augentröpfe. Augentröpfe, die beruhigend wirken. Nasenspray stoppt das Nasenlaufen stoppen und das Anhaften der Pollen an der Nasenschleimhaut verhindern. Und dann gibt es auch Mittel, die man einnehmen kann. Da gibt es Antiallergika. Oder es gibt auch ganze Haufen Möglichkeiten auf pflanzlicher Basis, die man dann auch schon präventiv einsetzen kann. Dort ist es einfach wichtig, dass man es 2 Monate vorher schon anfängt. Also die Hochsaison für Heuschnupfen ist natürlich vor allem im Frühling, März bis Mai. Es gibt aber auch Januar, Februar schon gewisse Pollen. Und es gibt auch Gräserpollen, die im Juli erst kommen. Und dann so bis in August, wo sich das hinziehen bei gewissen Leuten. Als Betroffener kann man dazu beitragen, Beschwerden zu minimieren, indem man lüftet, und zwar nur am Abend. Durch den Tag sollte man nicht, wegen dem Pollenflug. Dann sollte man jeden Abend die Haare waschen, damit man die Pollen nicht mit ins Bett nimmt. Bettwäsche auch regelmässig waschen. Dann sollte man Stress und Nikotin vermeiden, weil das beides die allergische Reaktion verstärken.